Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us Remake auf der Schwierigkeitsstufe Erbarmungslos Teil Nummer 18. Teil Nummer 18 schon. Wie lange wir das jetzt schon machen, ne? Ja, also ich glaube, wir brauchen dreimal so lang. Wow. Ja, sicherlich. Okay. Oder vielleicht sogar länger. Mit Taurin-Taurin und die Doni, die heute keine Snackbox isst, sondern gerade esse ich ein Eis. Ich kann mich halt erinnern, als ich damals die PlayStation 3 deine Mutter ausgeliehen hatte. Ich hatte ja keine PlayStation 3. Mhm. Ich habe den Teil damals ausgeliehen bekommen. Das musst du unbedingt spielen. Aha. Und zu der Zeit waren unsere Kinder... Nee, da hatten wir doch den Großen noch gar nicht. 2013, doch. Doch. Ja, entschuldige. 2013. Nee, der Große war bei meinen Eltern. Und der Kleine war ja Baby und so. Und da habe ich das an einem Wochenende durchgespielt. Mhm. An einem Wochenende komplett durchgesuchtet. Ich weiß, ich habe währenddessen den Drachen an die Wand gemalt. Oh mein Gott. Ja. Und es ist wirklich so, ich kann mich an viele Stellen noch erinnern. Das mit den Humvee habe ich wahrscheinlich damals auch einfach, oder in den Malen, wo ich es nochmal durchgespielt habe, auch nie gecheckt, bin einfach nur gelaufen. Und ich glaube, dass, ich bin mir aber nicht sicher, auf der Schwierigkeitsstufe normal kannst du vielleicht ein, zweimal getroffen werden. Und läufst halt weiter oder so. Mhm. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich das so hart versagt habe. Das ist halt realistischer. Wenn du einmal getroffen wirst, bist du meistens so tot oder so schwer. Vielleicht labere ich auch Bullshit und ich hab's trotzdem fünfmal oder sechsmal oder siebenmal oder so gemacht. Wie auch immer, ist ja auch scheißegal. Ich bin keine. Ja, diese Sachen mag ich einfach nicht. Das war bis jetzt die schlimmste Stelle. Also für mich von diesen, wo ich mich jetzt schon so aufgeregt habe, weil ich halt nichts machen konnte, so anscheinend, dachte ich. Aber man muss sich den Scheiß angucken, wie der schießt. So, wir sind Vorstadt. Vorstadt. Trinken noch schön. Falls ich noch ein bisschen ruhig bin, ich esse gerade mein Eis. Das ist eine Sache, die muss zeitnah geschehen, sonst schmilzt es. Knapp, ne? Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber... Okay, die Story in den Katakomben fand ich tatsächlich sehr interessant. Ja. Mich auch interessiert, was sind die Leute nur und so. So. Ah ja, gut, wir sind letztes Mal ein bisschen weitergegangen, aber der Checkpoint war halt eben da. Gut, gut. Jetzt gehen wir weiter. Mm. Natürlich ist The Last of Us ein super schönes Spiel. Tja, ein wunderschönes Spiel. Huh? Bildgewaltig. Mal sehen, wie wir hinkommen. Mit viel Liebe zur Story. Eine sehr schöne Story. Aber Warte. Alles wie immer, oder? Wenn ich fertig bin mit dem Reden. Als ich bei Henry Weil ich kann pausieren, die nicht. Habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Ja. Und ich kann halt nur sagen, ich habe einen ganz, 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 ganz großen Negativpunkt. Der ist mir bei, den habe ich beim zweiten schon gehabt und den habe ich bei dem auch. Es folgt, leider Gottes, und ich habe keine Ahnung, ich will mich da nicht so aus dem Fenster hängen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man das ändern könnte. Wie war es folgt zu sehr einem bestimmten Schema. Du gehst ganz kurz, dann eine Horde Menschen. Ja, dann und dann wechselst, kurz, dann ist genau der andere. Dann ja, das eine ist Horde definitiv Zombies. So. Das dann ist gehst du wieder kurz, dann eine Horde Menschen. Und du tust jedes Mal immer genau das Gleiche. Und die Zombies tun das Gleiche und die Menschen tun das Gleiche. Und es ist immer das Gleiche. Und das ist etwas, das hat mich in The Last of Us 2 auch wahnsinnig gestört. Ja, sie haben immer Schema A und B. Es gibt nichts irgendwie. Genau, und die wechseln sich einfach nur ab. Ja, klar. Das ist definitiv. Du denkst dir das, oh, jetzt sind wir von den Menschen weg. Fuck, jetzt kommen wieder die Zombies. Zombies genau. Weg, jetzt kommen wieder die Menschen. Genau. Ja, definitiv so. Absolut. Genau das ist das Schema. Das ist und ich weiß nicht, dass es etwas, also das ist auch ein Stück weit anstrengend, finde ich, aber ich weiß nicht, ob es etwas damit zu tun hat, dass es mir hier vor allem so auffällt, weil die Kämpfe so lang und präsent sind, weil sie so schwer eben sind, was auf Erbarmungslos ist. Es ist bei Erbarmungslos unglaublich anstrengend. Es ist, wenn du schon auf Normal spielst, schon ein bisschen entspannter. Was heißt bisschen? Schon wesentlich entspannter. Wenn du das jetzt nur die Story genießen willst und alles, dann ist einfach the best way to enjoy this game und die Story, hauptsächlich die Story, weil dann geht's gar nicht mehr ums Game wirklich, weil dann kannst du mir glauben, da schnarche ich mich durch. Oh, fuck, Alter, ich will ja nicht Leute jetzt halt hier fertig machen, die wo das auf einfach schon nicht schon so leicht passiert. Schaffen. Ja, ich weiß, richtig scheiße. Ich meinte für mich halt einfach. Es gibt halt auch Leute, die auf leicht schon wirklich mega Anstrengungen haben, ne? Das hat sich jetzt super dumm angehört. Ich meine, für mich ist es jetzt im Vergleich, wenn du halt erbarmungslos spielst, für mich war normal auch schon mega schwer.
Aber dann kommst du halt auf erbarmungslos, dann wird alles andere wahrscheinlich zum Kinderspiel. Wird's nicht. Ah, da ist die Vorgeschichte noch, schau. So, warte, wir lesen durch. Haben wir das nicht letztens gelesen? Nee. Nein, das haben wir nicht gelesen. Genau. Stimmt, da haben wir aufgehört. Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern der Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer ins Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, es sei sicher und noch wichtiger, versteckt. Leicht zu verteidigen, das hat er gesagt. Er sagt, vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hier bleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen allen vorschlagen, sein Angebot anzunehmen, Kyle. Kyle ist der Typ, der dann in dem Raum die Kinder erschossen hat und dann sich selbst. War das ein Typ oder war das eine Frau? Kyle. Die Unterschrift von der Person, die dann auch auf dem Boden geschrieben hat, die Kinder mussten nicht leiden, war Kyle. Ja, ja. Ja, ja, genau. That's true. So erfährt man einfach die ganze Geschichte. Das ist immer wieder witzig. Aber das haben die Spiele an sich. Hat es nicht auch Dead Space immer wieder gehabt? So in diesen Logbüchern und so ein Zeug? Auch die ganze Geschichte so erzählt. Ich meine, Resident Evil hat es vorgemacht. Ich bin auch sehr gespannt, wie dieses... wie heißt das nochmal? Alone in the Dark, wie da das Remake wird. Mhm. Bin ich sehr, sehr gespannt. Also du willst ja eh alles spielen. Du willst Resident Evil 4 auf jeden Fall auf Stream dann. Auf jeden Fall. Also falls wirklich doch mal Leute hier reingucken und sich verirrt haben hier auf YouTube. Die Doni streamt auf, ja. Absolut. Doni streamt auf Twitch und spielt hauptsächlich Horror-Games. Oh, ja. Das gehört nicht, also ich würde hier sagen, dieses Spiel gehört Marie einfach nicht in die Horror-Schiene. Nein. Es ist komplett irgendwie Survival-Game-lastiger als Horror, weil hier erschreckst du eigentlich nicht. Nicht wahr, Joel? Ja. Wann gibt sie dem Jungen endlich das Spielzeug? I don't know. Stimmt. Natürlich weißt du, Lügner, du willst nur nicht spoilern. Ich bin jemand, der spoilert nie. Bei Filmen, bei sonstiges. Ich weiß. Gibt die Leute, die... Meine Mom! Willst du mit mir einen Film gucken? Und dann auf einmal... Das passiert gleich das. Meine Mom! Wenn meine Mutter ist so, die kann, wenn sie einen coolen Film gesehen hat, kann sie das nicht für sich behalten, weil sie erzählt, sie kommt dann meistens, Doni, hast du schon diesen Film gesehen? Meistens sage ich dann, also oft sage ich dann nein. Und dann fängt sie an, einfach so zu spoilern, dass ich den Film nicht mehr gucken brauche. Ja. Aber das macht sie nicht, weil sie spoilern will, aber sie, will unbedingt sie hat dann so viel Redebedarf mit diesem Film und muss mir das unbedingt erzählen. Und, Es ist ganz schlimm, wenn du zum Beispiel auch Spiele irgendwie auf Twitch streamst und dann kommen Leute rein, die spoilern. So kacke, jetzt wird's so gut. Dann denkst du dir so, ja Alter. Fuck, jetzt kann ich mich eigentlich schon auf irgendwas bereit machen, auf irgendeinen Jumpscare oder als sowas. Als die finale Staffel von Game of Thrones lief, die letzten zwei Folgen, es war so anstrengend, zu dieser Zeit zu streamen, weil andauernd Leute gekommen sind. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die machen sich, für die jetzt zum Beispiel Twitch nicht so kennen, ich weiß ja nicht, ob vielleicht tatsächlich jemand zuguckt, der Twitch nicht so kennt. Ja, lass einfach weiterreden, ist ja okay. Für die Twitch nicht so kennen, es ist so, es gibt wirklich Leute auf Twitch, die sind nur dafür da, also deren einzige Aufgabe ist es, die Leute Dinge kaputt zu machen. Zum Beispiel ist ein neuer Film erschienen, in diesem Film kommt ein krasser Plot-Twist vor. Es werden Leute in irgendwelche Stream-Chats gehen, auf Twitch, und werden spoilern. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde... Die haben da Bock drauf anscheinend. Ja. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Willst du, dass ich was sage? Ja, okay, komm. Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Ja, Vorräte gehen zu Neige und dann geht's los, ne? Heilige Scheiße. Das sind noch mehrere Häuser doch noch, ne? Ja. Ich muss halt wirklich gucken wegen dem Loot und sowas. Komme ich jetzt aus dem Haus oder dem anderen? Bin total verpeilt. Ich habe eine Waffe. Wer plündert, wird erschossen. Ich werde tödliche Schüsse abgeben. Ich habe mein Trinken hingestellt und meine Dampfflasche. Ich muss mal ganz kurz meine Dampf holen. Die habe ich jetzt nicht stehen. Das ist nichts. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnen. Oh, ich muss kurz Akku wechseln. Darf ich. Meine Eltern gaben gerne große Grillparts. Da war mächtig was los. Alexander. Ich
Okay. Komisch. Scheiße, da komme ich nicht hoch. Schade. Gut, dann ist da auch nichts mehr. Oh, Hunde! Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. I'm back! Da ist auch mal trinkt. Schau mal, eine Wauwau aus. Siehst du eine Wauwau aus? Oh! Oh. Kann ich meine leeren Waffen alle verbessern, damit ich noch besser nicht vorhandene Schüsse abgeben kann? Oh, warte mal. Ich bin so stolz auf dich. Ach ja, übrigens Wochenende. Ja, ist bei mir noch gelöscht. Ja, bei mir aber nicht. Ich habe jetzt Wochenende. Schüsse mit dieser Waffe können eine Panzerung durchdringen. Oh, Hubi ist übrigens wieder da, unser Kater. Wir haben nämlich zwei Katzen. Das sind einmal die Leni, das ist eine ganz schwarze Katze, und einmal der Hubi. Das ist eine Tigerkatze, eine graue. Beiden sind Geschwister. Und der Tigerkater, also der Hubi, eigentlich Hubert, liegt neben mir auf seinem Katzenbett. Und guckt mich gerade stinksauer an. Lass mich nicht mehr. Ruhe. Jetzt sieht er wieder. Nee, ich hab ihn gerade. Hubi mag es nicht so wirklich, wenn man ihn hier hinten streichelt. So, das ist, er guckt dann immer schon so: Nimm die Hand weg oder ich reiße dir ab, Mann. So guckt er immer. Ich habe bloß drei. Ich habe gedacht, ich hätte schon mehr Werkzeuge. Ach so, ich muss noch mal kurz auf. Ich wollte ja gerade gucken, ob irgendjemand etwas unter unser letztes Video kommentiert. Ich habe doch immer. Ich gucke da auch. Ich habe nur nicht kommentiert, was? Ich tue mit. Du kannst es auch drunter kommentieren, natürlich. Mache ich immer meistens. Aber ich kümmere mich auch drum. Habe ich ja gesagt so. Bist du halt jetzt ein YouTube-Meister? Keine Ahnung. Doch, übernimm. Gerade aktuell macht Spaß. Übernimm den YouTube-Kanal. Finde ich gut. Dann habe ich jemanden, der sich drum kümmert, weil ich kann es nämlich nicht. Ich kann es auch nicht. Ich muss erstmal lernen, wie es geht. Und deswegen werde ich jetzt auch die Uploads jetzt immer so ein bisschen verzögern. Wegen der Qualität. Weil ich glaube, das ist nicht cool. Manche haben das extra mit 360p angeguckt. Ist halt kacke, wenn die Leute dann vielleicht in den ersten Klicks drauf klicken und da hast du ein 360p-Video. Macht natürlich nicht so Spaß. Okay. Ne? Reichweite ist gut bei der Waffe. Sollte man schon mal machen. So, ich gucke mal. YouTube. Daidoni. Da bin ich. Magazinkapazität. Aus nur 30, komm, lass das auch mal erhöhen. Okay. Einmal Jeffe und einmal Erik. Katheter. Dass ihr es auch immer so brav macht, voll süß. Ich freue mich darüber. Jetzt hat's. Aber, oh, wir haben einen Abonnenten verloren, Alex. Gestern waren es noch 499, heute sind es 498. Ja, YouTube-Kanal stirbt. Weil ich drin bin, haben man sich gedacht, so, ja, auch dabei. Ja, das nächste Mal, pass auf, das nächste Mal machen wir das einfach so. Ich setze mich hin und sage, yo, hey, ich mache ohne Kamera, das ist chilliger. Und ich sitze einfach nur hier und mache so voll im Game, aber du spielst. Aber ja, sagst kein einziges Wort. Ja. Und dann denken die alle, oha, mashallah, einfach die gute Gamerin. Oh yeah, das ist richtig nice. Das ist richtig nice, auch überhaupt nicht gemein dir gegenüber. Scheiß drauf. Aber wenn nur zwei oder drei Leute die das Losungswort drunter schreiben, heißt das, dass die anderen keinen Bock haben, das Losungswort drunter zu schreiben? Oder ist es wirklich nur zwei Leute einmal komplett durchgucken? Keine Ahnung. Ich will nicht weiter drüber nachdenken. Wir verbessern die kleine Shotgun-mäßige Waffe noch. Die ist nämlich auch ganz cool, finde ich. Streuung ist anscheinend richtig geil, wenn da mehrere Zombies nebeneinander sind oder sowas. Mhm. Also die Waffe ist fast hauptsächlich für Zombies in erster Linie. Gut. Jetzt haben wir alles. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, wenn ich natürlich noch Munition hätte, wäre es noch geiler. Aber naja.
Oh man. Du wirst schon wieder was finden. Irgendwo. Erstmal hier oben noch gucken. Und dann würde ich sagen, weil ich sie immer wieder an verschiedenen Stellen packe, dann würde ich sagen, das heutige Losungswort für in die Kommentare schreiben ist Jesus. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. So, wir können nicht weiter singen, ich muss jetzt lesen. Kara, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf, er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemanden außer mir die Tür, spart euch eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setzt deine Größe zu deinem Vorteil an. Bis bald, Dad. Das heißt, Kara war klein oder groß? Groß. Aber wieso bist du der Mann? Kara ist doch ein Mädchenname. Der Kara? Gibt doch nicht. Kara ist sie. Bist du okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Was hat sie gesagt? Hilf mir da hoch. Oder was? Dann komm doch! Pass auf. Mann, wir brauchen es. Wir suchen nach Loot. Ich finde zwar nichts, aber ist okay. Bis jetzt habe ich noch keine Kugel, keine Waffen, keine Pistolenkugeln oder so gefunden. Und was gefunden? Und bitte. Dankeschön. Nahkampfwaffe mit Modifikation hält 2. Okay. Gut. Also doch was gefunden für Nahkampfwaffen, dass die länger halten oder so. Cool. Aber Loot. Ja. Was soll ich sagen? Schwierig. Every time fair play. Jesus, Jesus. Du bist echt okay. Hey! Hey! Da-da-dum. Warte, ich muss nur kurz was nachforschen. Hat aber nichts mit dem Spiel zu tun. Deswegen, brauch kurz. Ja, forsche ruhig, schau ruhig. E-Mails, dies, das, jenes. E-Mails? Alles. Was? Ja, keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt mit E-Mails? Weiß ich nicht. Ich muss nur mal kurz die Welt retten. Wir gehen natürlich noch. Warte mal, hier. Da ist auch nichts. Man weiß ja nie, ob in der Ecke irgendeine Wurst liegt, wo jemand gekotet hat oder so. Ich weiß es nicht. Huch, stopp, machst du leise. Ist ja unangenehm, unangenehm. Leise jetzt. Ich kann nicht Pause machen da. Was soll denn das jetzt? Hunde sind weggelaufen. Hunde bleiben nicht da. Aus, was er da macht, der Wein. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, du Idiot. Das tut mir leid, aber du hast mit Jesus angefangen. Sein Kumpel sein. Der Jesus war schon ein toller Typ, ne? Der Jesus war ein richtig toller Typ. Ich meine, der hat aus Wasser Wein gemacht. Denn das würden sie sich hier auch wünschen, die Leute, glaubst du mir. Was ist das? Ja? Wo ist sie? Wo bist du? Mädchen. Du hast gerade gefragt, was ist das? Ich habe doch gerade gefragt, was ist das? Na gut. Fireflies waren hier. Ja, sieht ganz so aus. Schön, ne? Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da wen.
Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei? Ha? Klingt nach einem guten Plan. Ach, toll. Schau mal hier. 2013. Da hat man noch... Nee, schon mal. Eigentlich hatte man noch 2013 auch schon Breitbildschirme, oder? Hey, Henry. Puh. Ja? Was ist mit den anderen? Was meinst du? Na, wenn wir leben, kann es doch jemand anders auch geschafft haben. Ja, ich habe 80 Zusätze. Cool. Das kann gut sein. Kann ich mal gucken? Warte. Aha. Fertigungszeit uninteressant. Halt haben wir auch ohne... Ja, ich werde noch sparen. Für... Ich weiß nicht. Für? Bei Verwendung eines Messers, um dich aus dem Glück zu kümmern, wird nur ein Messer Haltbarkeit verbraucht. Da das auch nicht so... Ja, vielleicht... Das Ding ist, warum ich auch maximale Gesundheit nicht machen bräuchte, weil selbst wenn ich einmal sterbe und wieder auf einen Checkpoint komme, bin ich ja schon angeschossen oder halt schon jedes Mal... fehlt mir dann die ganze maximale Gesundheitsleiste. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, dass es auch wieder unsinnig ist. Also das mit den Energiebalken ist fast auf dieser Erbarmungslos unnötig. Toilette. Noch einmal hoch. Hier ist nochmal ein Zettel. So, eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dorthin hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gutem fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben für sie. Ish. Der hat geschrieben, schau. Susan, deine Kinder sind bei, soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich muss es da. Eine offene Tür war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen. Ist er dann hier gewesen, nachdem das bei denen war? Anscheinend ist er da rausgeflüchtet, aus seinem Versteck unter der Erde quasi, also in diesen Kampf. Naja, weil wir haben ja nichts mehr von Ish gehört, ne? Also ist. Jemand Nein, hat vergessen. Lass doch mal, ich habe gerade gelesen. Eine offene Tür, mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen. Und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen, außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Trinke ich schon was? Es ist gefährlich, sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben, es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gut und fähig sind. Wir können es schaffen, ich muss stark bleiben für sie. Okay, ich bin gespannt. Also wir haben ja in diesem Untergrund ja nichts gelesen, was mit ihm passiert ist. Nein, also stand, ich lebe gerade noch. Oh, jetzt kommt's. Wo sind wir denn gerade? Wo können wir das dann sehen? Warte mal, ich weiß nicht. Geh mal auf Spiel speichern. Hier speichere ich. Das heißt, warte mal, dann guckst du schnell nach dem. Wir sind zu mies, es tut mir leid, aber die Vororte, Vorstadt, safe. Die Vororte, Vorstadt, safe. Guckst du jetzt mal schnell? Vororte, safe. Wir finden sicherlich den Code wieder, aber wisst ihr was? Ich scheiß da drauf. Last of Us. Ja, wir haben bis jetzt immer alles gelesen. Aber nicht, wenn wir dann wieder weiterkommen und sowas. Gar keinen Bock drauf. Manche würden sagen, wir cheaten. Ich sage, ich scheiß drauf. Dabei lege ich mich aufs Bett. Warte mal, ich guck mal wegen der Aufnahmezeit. 24 Minuten. Passt. Suburbs. 8? Achso, bist du schon? Ich glaube, das ist es. Okay. 8? 8? 21? 36? Ha!
GG, Mutter. Aber keine Munition. Oh, das ist ja mies, ey. Nee. Heilige Kacke. Welcher Mensch bewahrt denn so eine Scheiße in einem Safe auf? Ein paar Schrauben, Alter. Tja. Ich in dieser Welt? Da sind lauter Muttern drin. Muttern. Mutter muss. Vergesst nicht, mit dem Codewort Mutter könnt ihr bei Löwenanteil na, was sparen. Wie viel sind es? 10%? Ja. 10%. Ellie. Ellie. Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, ich lese das später. Service Starlight. Buch 2. Botenteilchen. Der erste Test von Daniels... Danielas. Danielas Nullpunkt Sprungantrieb war ein Erfolg. Doch der Kontakt zum Testpiloten brach sofort ab. 48 Stunden später kehrte er verwandelt und mit einer Botschaft zurück. Wir sind die Reisenden, so begann die Botschaft. Schön. Ach toll. Können nicht mal im Kinderzimmer ein paar so eine Shotgun liegen oder sowas? Was denn? Achso, das wäre der Code gewesen. Guck mal. Siehst du? Da liegt der Code. Hätten wir eh gefunden. Ist ja egal. Ja, natürlich. Scheißegal, natürlich. Hätte ja auch in einem anderen Haus sein können oder so ein Scheiß. Ich wollte mir das sparen. Ah. Wow, das habe ich ja wirklich nicht mehr gehabt. Ein Bogen. Tja. Ah, gut, dann wechseln wir gleich dahin. Wenn ich wenigstens hier einen Schuss abgeben kann. Gut, so. Wir haben sagen und schreibe, haben wir 2 Schuss. Hey Gegen Sam, also. Vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Oh, die werfen? Oh. Verdammt. Guck. Du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Wusch! Ein Naturtalent. Glück. Nein, was nicht? Reines Glück. Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Können wir weiter? So. Ich glaube, wir haben alles gelootet, was geht. Und da geht halt einfach gar nichts. Toni, ich will dich. Ich weiß, es geht wirklich nichts. Vor allem jetzt waren Zombies. Das heißt, es kommen jetzt Menschen, Alex. Ja, natürlich. Das ist ja die Scheiße. Oh Mist. Wegkommen. Natürlich. Wo ist das hin? Woher wusste ich nur, dass jetzt Menschen kommen? Das ist, du hast das Prinzip ja schon verstanden. Ja, so. Bleib da hier. Bevor es losgeht. Ihr müsst ihn für mich ab. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. So, jetzt brauche ich, glaube ich, schon ein bisschen deine Hilfe, wie ich am besten. Ist halt die Frage, ob ich wieder drauf gucken muss, wie oft er schießt und so weiter. Meinst du, nach einem Schuss direkt laufen zum nächsten Auto hier meinst rüber? Meinst du, das ist vielleicht der Schieß? Warte mal, warte mal. Ich weiß ja nicht, ob ich da am besten laufe oder hätte ich da oben beim Haus laufen sollen. I don't know. Scheiße! Fahrrad! Da drüben lang! Schon tot. Oh, da kommt auch noch ach, jemand. Alex! Ja, jetzt chill, ich wusste ja nicht, dass da jemand ist. Schau, und siehst du schon?
bin ich halt wieder voll. Darum ist diese Gesundheitsleiste zu erhöhen eigentlich völlig für den Arsch. Also da unten ist jemand. Ja. Der ist von unten hochgekommen. Wow. Na, schnapp sie! Gleich hier! Oh. Ich weiß nicht, wo der hat mich gesehen. Ich weiß es nicht. Ist es klüger, vielleicht über hier hochzugehen? Keine Ahnung. Wir sind hier wieder bei dem Problem. Kein Stein, keine Waffe, kein nichts. Von wo schießt er nochmal? Von da. Ich müsste nur wissen, wo noch die Feinde sind. Laber nicht! Da sind sie. Ist einfach nicht dein Ernst, Mann. Ich habe ein Gut gerade mit dem Haus. Sehr gut. Sag mal, wer schießt denn da die ganze Zeit wie so ein Idiot? Der Sniper-Wichser. Ja, aber da ist doch keiner. Auf wen schießt der denn? Der schießt die ganze Zeit einfach. Weil so kann man natürlich auch alle Zombies zu sich locken, ne? Verteilen! Scheiße. Ah, oh, Mann! Ich werde mich hier umsehen. Sieh da drüben nach. Ist nicht dein Ernst, Mann. Das war ein fucking Nackenschuss, Alter. Erzähl mir nix. Sehr gut. Vier hast du schon umgelegt. Ich weiß nicht, ob da noch jemand ist. Dann wäre der doch gekommen jetzt, oder? Okay, jetzt hat dich jemand gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob mich jemand gesehen hat. Bloß jemand gesagt, heilige Scheiße. Wo steckst du? Okay. Am besten ist es für mich, dass Sniper nicht sieht.
Deswegen gehe ich da nicht raus, auch wenn da was zu looten ist. Wir bleiben hier weiter, auf der Seite. Jetzt scheint da ja keiner mehr zu sein, ne? Wehe, das kommen nochmal irgendwo welche her. Weil manchmal kommen die dann irgendwo raus, ne? Weil sie irgendwas tun. Fuck, hat er mich gesehen? Und wo schießt der überhaupt? Maus da oben. Da oben. Ist nicht dein Ernst? Zwei. Haben die mich gesehen? Ich glaube schon. Dumm Wichser, echt. Es sind auch noch drei. Ich kann jetzt nicht gehen. Die weiß ja die One-Shot nicht. Er ist weg. Ja, er ist weg, aber sie zielen noch auf mich. Ja, die hören nicht auf. Das ist scheiße. Eine Bombe, das wär's jetzt. Warte, der wird sich jetzt gleich bewegen. Da ist noch jemand. Ist nicht dein Ernst? Ist der Sniper vielleicht aus dem Haus gekommen? Ist einer davon der Sniper? Ist das der Sniper? Nee. Aber der Sniper schießt nicht mehr. Warum? Ja, vielleicht ist er doch aus dem Haus. Oh mein Gott, okay, sie bewegen sich jetzt. Ist er da? Nein, Mann, absolut gar nichts hier. Ich will bloß, dass da Checkpoint war. Ich will nicht nochmal alles machen. Weil das ist dann die Depressiv... Das macht dann depressiv halt einfach dann. Hoffentlich kommt da nicht von links der andere Ficker. Hoffentlich kommt er nicht von links. Jetzt dreht ihr doch mal um. Junge, was ist los mit dir, Mann? Der zittert auch so komisch. Ja. Ich glaube, der hat einen Anfall. Okay, aber da ist der eine wieder. Also er kommt scheinbar nicht von links. Ja, aber der sollte sich halt umdrehen. Der sieht mich. Safe. Der steht so da, als wäre er da hingebackt. Oh Mann. Was sag ich dir? Was sag ich dir? Was soll ich denn machen? Ja, wo ist er denn jetzt hin? Weg. Ja, wie weg? Ist er jetzt im Boden versunken oder was? Ist er da drüben? Er ist weg. Schau mal, dass er nicht kommt einfach. Das nervt mich so. Sehr gut. Schöner Headshot gewesen. Hinlegen, hier ist so unbequem. So, zwei noch. Ein Schuss hier. Einer noch. Die kleinen Ficker.
noch da? Hier ist er nicht. Ach, ich finde dich, Arschloch. Okay, es sind zwei, auf jeden Fall noch. Da ist einer. Da ist der eine, der da rumlatscht. Oh, wart mal ab, bis er zurück ist, wie weit er reingeht. Ob du auch rein kannst, weil den könntest du erwürgen. Ich möchte nur wissen, ob er jetzt nicht da hinten rumkommt. Scheiße! Hab's gewusst. Okay, auf jeden Fall einer noch. Vier von der Shorty. Oder meinst du, dass das Sniper-Typ ist? Ich sehe den nicht mal. Wir gehen weiter hinten rum. Warte mal, ich muss mal die Zeit gucken. Ja. 41. Okay. Wo ist der? Entweder ist es jetzt der Typ, der da oben ist, der ja mit denen redet. Weil der ja jetzt halt nicht schießt, weil... Oder da drin ist jemand. Ich sehe halt nichts. Wenn ich jetzt da durchgehe und werde erschossen, flippe ich aus. Wir gehen da noch nicht rein, wir gehen hier noch rum. Richtiger Ninja. In welchem Haus ist es eigentlich? Ist es in dem oder den? Ich weiß nicht. Jetzt habe ich gleich was gehört. Hast du was gehört? Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher. Ach so. Gibt's hier was zu looten? Mal gucken. Ja, davon brauchen wir jetzt auch nichts. Messer machen wir, heben wir auch auf natürlich. Nagelpistole quasi. Dafür müsste ich viel mehr Scheren sammeln. Viele Viertel Scheren müssen gesammelt werden. Müsste man sammeln, ja. Oh mein Gott. Ja. Ich glaube, in dem Haus war er drin, oder? Ich glaube auch, dass es... Aber nee, ich glaube, es war das rechts daneben, oder? Ich will erstmal in ein Haus reingehen zum Looten, verstehst du? Ja. Ah, nee, das ist das Haus, weil da kann ich gar nicht reingehen. Also das Haus. Also rechts ist keiner, aber vielleicht links. Viertelschere. Ach Gott, ja. Mein Leben ist gerettet mit der Viertelschere. Der Vorhang macht jetzt aber nicht dumme Geräusche, wenn du da durchgehst, oder? Keine Ahnung. Der hängt da so auffällig. Ja. Und ich kenne das Geräusch dieser Vorhänge. Ich hatte selber so einen in meinem Zimmer damals. Mal langsam durch. Warte, warte. Gut, die machen keine Geräusche, die sind lautlos. Der wartet safe auf mich. Da weiß ich nämlich tatsächlich nicht mehr. Der muss ja wenn hier sein, ne? Du
machst es aber auch spannend. Ja, sorry. Du weißt ja, wenn ich sterbe, ein Schuss. Wo ist der? Oh Gott. Ja, mag spannend sein. Ich bin auch total natürlich angespannt, logischerweise. Es muss ja dieses Fenster da sein. Dieses nicht, sondern das da außen hier. Aber noch mal eins höher. Weil der dich nicht hört, Alter. Natürlich hört er mich. Eigentlich. Ja, also, weiß ich nicht. Stell dir das mal im echten Leben vor. Kann man ihnen irgendwie helfen? Oder was tun sie da? Dass da immer zwei Türen und alle offen sind, Mann. Von wo hat er jetzt geschossen? Von da vorne, oder? Bin gerade verpeilt. Oder ist es doch nicht das Haus? Scheiße, jetzt auf das. Da war's. Siehst du ihn? Nein. Es kann jetzt natürlich sein, dass der Sniper schon draußen war. Weißt du, ich meine? Ja. Aber hier ist er nicht. Aber da steht sein Ding. Jo, bin ich jetzt erschrocken, du Arschloch. Wo noch? Da, hoch, bisschen hoch. Hoch? Ach, links, da! Nein. Da kommt wieder einer runtergesprungen. Ach, Mann! Ah, shit! Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn du was siehst, ja, rufen. Die dürfen sich auch nicht nähern, weißt du? Oh, ich hab da noch einen gesehen, oder? Ja, gut. Rechts, rechts, rechts. Gib ruhig Bescheid dann. Ja, gut, gerade einer runtergesprungen. Der ist jetzt hier in deinem Auto, genau. Sehr gut. Und noch los, Leute! Verdammt! Da ist jemand. Sehr gut. Diese Blutspritzer sehen aus wie diese Zahlen, wenn du einen Warhund triffst. Sehr gut. Wieder links einer. Oh, fuck! Oh mein Gott, das war nicht. Scheiße! Da kommt auch einer. Sehr gut, jetzt den links, schnell links. Schnell, 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 schnell. Warte, warte. Steh auf! Sehr gut. Sehr gut. Bravo.
No way, Alter. What? Okay, jetzt werde ich wieder nicht mehr wissen, was ich machen muss. Komm her. Siehst du noch irgendwo welche? Da unten ist auch einer. Da springt einer über die Mauer. Scheiße. Der ist nach rechts weggelaufen. Sehr gut. Wo ist der andere hin? Der ist da, da ist er. Die haben den sogar selber abgeschossen. Da hinten kommt einer. Da ist er. Sehr gut. Okay, pass auf, pass auf. Wo sind sie hin? Oh, warte! Der hat doch gerade rausgeguckt, oder? Hat er? Nein! Jetzt werden sie sterben, oder? Ich hätte ihn abschießen sollen, als er rausgeguckt hat. Komm, guck raus! Jetzt brennt es drin. Nice. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Fick dich. Hat sie den Mittelfinger? Danke, Joel. Nee, das sah so aus, gell? Ja. Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Natürlich, das. Oh mein Gott! Sam, alles okay? Ja, geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Oh mein Gott! Viele. Junge, die ganze Stadt auf den Beinen, Alter. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Alles okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Gott sei Dank sind die dumm. Ja, zum Glück. Die stehen da noch bis morgen. Ich glaube, der kann Wort. Im Ernst. Die es war Tommys also Geburtstag. Nach dem Ding werden wir, glaube ich, stoppen. Ja. Zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut. Echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ja, Grafik ist schon echt geil, ne? Ja. Wird immer besser und besser. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Fand ich auch bei dem Horrorspiel gespielt habe, du mit Jay. Query. Das Schlimmste mega daran geil. Ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du.
Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Oh, sagt er uns die Zeit an, weil wir nichts machen und nicht bewegen. Wenn wir nichts bewegen, dann macht er das bloß. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich habe ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Kann ich pausieren eigentlich? Ist das Optimus Prime? Nee, ich denke. Okay, ich bin müde. Irgend so ein Wir sehen Prime. Uns morgen. Oh. Warum? Oh, oh, oh nein. Jetzt weiß es, warum es weggeworfen war. Oh nein. Können wir hier pausieren und quasi hier den Cliffhanger machen, kurz? Ja, wir machen kurz einen Cliffhanger. Muss es jetzt machen. Okay. Also, wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ihr wisst ja, abonnieren, den ganzen Tita-Tup und dann auch noch die Glocke läuten. Glocke läuten, Daumen nach oben, abonnieren und wieder einschalten. Genau, und kommentieren, wenn möglich, und sagen, ach, das ist so ein feines Gameplay. Noch nie gesehen, Traum. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.